Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Starbound. Und ich bin natürlich nicht alleine. Mit mir dabei ist der Sponti. Moin. Ja, wir sind nicht irgendwie auf einem anderen Planeten oder wir sind nicht irgendwie irgendwo im Weltraum oder so. Wir sind, ja, in unserer Basis. Ich habe einen Funkturm gebaut. Nein, ich habe einen Turm aus Containern gebaut, weil mir ging es absolut auf den Nerv, dass wir so viele Items haben, dass sie irgendwie in 10 Millionen Kisten sind. Dann haben wir uns einfach hier dekorativ eine Funkantenne gebaut. Das wird natürlich nicht bleiben, das wird irgendwann anders gemacht. Aber so haben wir jetzt erstmal Platz, um alles an einem Ort zu verstauen, um uns nicht umzusehen in 10.000 verschiedenen Räumen, wo etwas sein könnte und etwas wäre. Ganz genau. So, du bist schon... Achso, nee, wir sind jetzt on the way. Captain, wir steuern einen neuen Planeten an. Angeblich sind da auch wilde Katzen. Miau! Vernichtung wird eingeleitet. Oh mein Gott, terminieren, terminieren, terminieren! Sie müssen assimiliert werden. Richtig. Fire Soul! Oh mein Gott, das kommt gut zu! Extreme Tuba! Nein! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, ich geh in die andere Stellung! Self-Destruction! Dude! Hilfe! Ja, es hat Herzchen, weißt du? Nein! Blödes Vieh, du kriegst mich niemals lebendig! Feuer! Feuer! Enemy Target. Logbuch des Captains. Seit 3 Tagen bin ich hier im Cockpit. Nani schreibt, ich glaube, Sponti muss dringend ins Bett. Er eskaliert. Was? Gerade deswegen darf ich ja nicht ins Bett. Und im gleichen Moment schreibt Vanni, wie so kleine Kinder. Was? Viel schlimmer. Wir sind viel schlimmer als kleine Kinder. Ich finde das Beleidigung. Boah. Nicht mal die armen Kinder. Ab auf dem Planeten. Die Kinder kennen ja wohl als wenigsten dafür. Denk doch mal einer an die Kinder. Niemand denkt so an die Kinder. Danke, Merkel. Richtig. Endlich sagst du. Oh, waren das 2 Piepmetzlinge abgeknallt? Oh, ich bin irgendwie gerade irgendwie auf der Stelle teleportiert. Okay, dann halt hier noch drunter. Wenn kleine Kinder spielen, sind sie glücklich und zufrieden. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder quarkig. Wir sollen jetzt etwas entdecken, ne? Genau, wir wollten ja jetzt hier ein bisschen hier... Scannen. Jetzt hier gerne so ein bisschen rumgehen und die Scan-Objekte für die Avian Clue finden. Radioaktive Sterne praktisch mit Dingens und so was. Hier mit Dschungel, da sollen die... Na super. Was ist los? Hab die Aufnahme auch sind gerade unterbrochen, jetzt läuft die wieder. Kann man natürlich auch mal machen. Machen wir was ganz Neues? Wollte ich mal ausprobieren unbedingt. So sieht übrigens die Funkantenne aus, wenn Extreme sie nicht baut. Oh. Du bist einfach an den großen Vieh vorbeigegangen. Ich bin hier gerade mit Maschinengewehrleuten am Kämpfen. Bleib weg! Bleib weg! Oh, ich hab Leder, falls du brauchst. Wow! Ist gerade notwendig, glaube ich. Ich weiß. Genau jetzt wäre Leder am liebsten. Leck und Leder. Oh, wir machen wesentlich mehr Schaden, kann das sein? Ja, durch die Rüstung. Dann wird dein Schaden halt maximiert. Da sieht die ganze Sache doch schon mal freundlich aus. Nani schreibt, schubst ihn bitte da runter. Wer meinst du jetzt mich? Ich oder Spotty sollte mich runterschubsen? Bitte, bitte was? Ah, was für aggressive Töne! Was für aggressive Töne! Was kann ich nicht? Gelüsterte Gedanken im Stream hier, ich glaube. Echt? Was sind das? Also, was zum Teufel? Sind das Augen? Pilz auf Eis! Also Eis. Ich bin von Augen erschlagen. Was ist das denn hier? Was braucht man das? Muss ja irgendwo ein Versteck sein. Irgendwas ist hier drunter doch bestimmt versteckt. Weil da hinten sind noch mehr Pilze. Ne, das sind auch noch Augen. Wem gehören die alle? Okay, das scheint nur normaler Erdboden zu sein, praktisch hier.
Ich glaube auch. Sind da auch Bäume dafür eine Ranke? Augenranken, alles voller Augen. Oh, hier ist ein Dungeon. Warte, ich bin gleich da. Ah, hier kann man zwar was einscannen, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Egal, Dungeon nehmen wir trotzdem mit. Ah, irgendwas hier war zum Einscannen. Ja? Ja, oh, ich kann mich einfach auf den Altar legen. Ja, hier gab es Sachen zum Einscannen, hier oben. Ich habe die natürlich nicht abgebaut. Nee, habe ich wirklich nicht. Also nicht, was du denkst. Ich ja, 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 klar. Ich verstehe das schon. Ich verstehe dich. Aber jetzt, wo wir die haben, baue ich die mal ab, ja? Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Avian-Tempel. Bist du jetzt runtergegangen oder nach rechts? Ich bin runtergegangen, dann nach links. Ich habe da noch nichts gescannt, weil ich wurde hier die ganze Zeit angegriffen. Hier, die Urne, hier kannst du scannen. Ja, ich muss dir mal hochkommen, ohne runterzufallen. Die größere Urne ist scannable. Scannable? Yes. Der Stuhl ist auch scannable. Ja. Die Urne daneben ist scannable. Der ist scannable, der ist scannable, der ist scannable. Oh, der ist lieb? Ja. Oh, wir haben alles gefunden. Ja. Nanu, das ging aber schnell. Ich würde sagen, den Tempel gehen wir noch mal genauer unter die Lupe, oder? Ja, klar. Jetzt untersuchen wir den hier mal genauer. Richtig. Das war folgendermaßen. So, oh, guck mal da. So eine Lampe wollte ich immer schon mal haben. Oh. Treppe durch. Nice one. Richtig. Warum leuchtet der rot? Ich wusste gar nicht. Vielleicht waren die ganze Zeit lieb. Ich habe die vorhin ja einfach abgeschossen. Weil ich dachte, das ist für ein Feinde. Also der macht jetzt... Oh, irgendwas greift mich an. Die Wachen greifen an. Oder sie greifen an, weil du wieder oben machst. Au, was war das denn für ein Vieh? Lädt sich auch von explodieren, oder ist ja auch gut hier mit den. Das sah aus wie so ein Totenschädel. Okay, ich habe den Krieg ausgerufen. Okay, sind jetzt alle feindlich. Noch nicht ganz, aber ich mach sie gerade alle feindlich. Achso, dann bin ich ja beruhigt. Ich möchte ja nicht, dass du was anderes gewohnt bist, weißt du? Ja, ich werde hier aber auch angegriffen. Gut, den Kampf habe ich gewonnen. Extrem ist übrigens der Böse. Nur Extrem, ich nicht. Ich bin immer flieh. Absolut, klar. Weiß gar nicht mal, wie man böse buchstabiert. Ja, ja, klar. Was vielleicht eher am Mangel meiner Intelligenz erinnert, aber naja. So, hier gab es auch nichts weiter. Mal weiter in die Tiefe. Ja, ich weiß, der ist wirklich, lieb. Oh, der ist nicht lieb. Ich weiß halt nur nicht, ob sich das Ganze an für sich überhaupt lohnt. Ja, auf jeden Fall die Kisten werden sich wahrscheinlich lohnen. Ich frage mich, warum die Krieger uns angreifen, aber die normalen Typen nicht.
was damit zu tun hat, weil wir jetzt hier was gelootet haben und das so heilige Relikte sein sollen oder sowas? Keine Ahnung. Du und Sponti von eurem Funkturm, na, müssen wir an, was müssen wir an deinem Chat-Delay machen? Was? Das habe ich geschrieben, als Sponti auf den Turm seine Weihnachtstisch, sein Weihnachtsscheiß abspielte. Ist ja nur eifersüchtig, weil sie es nicht spielen konnte. Deine Eifersüchtig, mein Spielcharakter bringt dir gerne mal bei. So, erstmal schön was gegessen. Tut mir auch leid für meine Verpeiltheit, langsam merke ich schon so ein bisschen die Möglichkeit. Die ja so, doch so langsam daherkommt. Ja, wir sind ja auch schon länger jetzt dabei, ne? Und von der Extreme, der hatte vorher noch Don't Starve Together noch aufgenommen, also von daher ist ja auch einiges, ne? Oh ja. Was da an Aufnahmezeit auch vorankommt. Zusammenkommt, nicht voran. Ich muss dich erstmal heilen. Au! Ich dachte heilen, du Arsch, dann kommt er noch hoch. Sag's heilen und er schlägt dich, ne? So doof ist das Vogelvolk. Was? Das war's? Ja, ich finde es ein bisschen enttäuschend allgemein, was man hier so an Loot hat und so. Ich dachte, wir hätten jetzt hier von Immer-Tempel und so. Weißt du was? Aus Frust nehme ich das hier mit. So. Habt ihr nun davon? Glaub ich spinne. Aus Frust nehme ich das hier mit. Kann ich ja nicht ab sowas, ja? Da mache ich mir schon die Mühe, alles abzubauen, was hier nicht nadelfest ist, ja, und dann sowas. Unprofessionell. Und was ist hier? Nur Wasser. Oh, hier geht's ja noch weiter. Wow. Wo geht's noch weiter? Ach. Ganz ehrlich, die Tempel sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Also, das Sponti ein episches entdeckt. Eine Sackgasse! Wow! Yay! Also, wow! Einfach nur wow! Upp. Ganz ehrlich, erstmal ohne Scheiß, das war... Wo kommst du denn her? Der Schlingel denn hier? Ich weiß es ja auch nicht, Sponti. Warum weißt du das nicht? Keine Ahnung. Ich finde das nicht gut. Du solltest sowas wissen. Was ist Grundausstattung? Ja gut, aber im Endeffekt müssen wir ja gar nicht mehr machen. Dann können wir direkt mit der Dame reden. Und wir können vor allem die eine Mission auch annehmen, wenn wir bei der Dame waren. Genau, also ich würde sagen, wir tun uns gar nicht mehr lange hier rumprügeln. Genau, lass den X-Tool mal alleine. Ja, du schaffst, also ich bitte dich. Bitte kein Problem. Was mir übrigens einfällt, bevor wir mit Esther reden, wollen wir nochmal Gladiatorenkampf versuchen? Ja, das meine ich ja damit. Ach, den meintest du ja. Ja, da haben wir ja gnadenlos versagt. Ja, wir waren richtig gut. Also, wer das gesehen haben sollte, also so ein epischer Fight. Ja, da werden Generationen noch drüber reden. Ja. Oh. Was hat er denn Schönes hier im Angebot? Crossbow. Ja, kann ich mir eh nicht alles nicht leisten, leider. Giant Bow. Pinguin-Kostüm. Ach so, das muss man eintauschen auch noch. Bei deinen Preisen, ciao. Ja. Ciao, ciao, balabala. Da, 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 da. Mach Licht im Dunkeln.
Licht im Dunkeln. Bei der meinst du, ne? Ja, bei dieser Flurana, glaube ich. Genau. This is, I mean. Ready! Okay, wir müssen uns konzentrieren. Siehst du? Geht hier um alles oder nichts? Vor allem um nichts. Ciao. Warte. Warte, ich habe mich umentschieden. Oh, die nehmen immer noch voll viel ab. Irgendeiner schießt da hinten. Guck mal, ich kann sie ein bisschen einfrieren, das ist ganz cool. Mit diesem Stab. Extreme Beer! Mach das nicht! Ich hab die Fixe gesucht. Also genommen. Warte mal, ich muss mir mal Salben craften. Crafte die am besten auch erstmal Salben, bevor du weitergehst. Ja. Epic Arena. Wer schaffen werden, wir wissen. Ich habe Salm. Oh, ich habe das Spiel wieder aus Versehen minimiert. Ja, ich halte für uns Wache. Was? Nein! Oh, okay. Was? Das war's? Okay. Das war's! Ja gut. Easy! Ich sehe das Problem nicht. Kommt mir es beim ersten Mal nicht schaffen. Hui! War irgendwie zu einfach. Haben wir gekriegt? Warriors Trophy, dekorativ. Was hat er jetzt noch? Someone else had challenged you. Arena Combat. Wollen wir den nächsten auch nochmal versuchen? Ja, komm. Was kostet die Welt? Was kostet die Welt, Freunde? Was kostet die Welt? Gibt uns immer Tipp für den Kampf? Shots from Volus Ripple will severely slow your movement. Ach hier, wenn er uns trifft, werden wir langsamer. Mit seinen Schüssen. Wir müssen jetzt gegen Monster kämpfen. Oh! Oh, die kommen die ganze Zeit raus, die Viecher. Oh, ich bin fast tot. Ich bin tot. Ja, easy. Warte, kann ich mich noch zu dir teleportieren? Ich bin auch tot. Ich war gerade noch am Teleportieren. Vielleicht... Nein, verdammt. Okay. Das können wir nochmal ein anderes Mal versuchen, wenn wir vielleicht ein bisschen wacher sind. Ja, ich glaube, ich bin einfach jetzt gerade irgendwie viel zu müde. So, dann gehen wir doch lieber jetzt die Hauptquest ab. Meine Konzentration lässt schon sehr stark nach. Ja, ich kann es nachempfinden. Wir sind auch, man muss ja sagen, wir sind ja auch jetzt sehr lange wach. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, nagt es bei mir auch fast an dem 24-Stunden-Grenze. Von daher sei uns das verziehen. Sobald meine Urlaubsphase vorbei ist, können wir auch wieder zu angenehmeren Zeiten aufnehmen. Dann werden wir eh ja auch erstmal vorbereiten und so weiter. Und da haben wir wieder normale Sachen, denn, die wir machen können. Bin gespannt aber schon auf die nächste Quest, muss ich zugeben. Also deswegen warte ich extra auf Extreme. Ja. Was ist denn das Cube, God of Need? Artfuck. Dann sprechen wir sie nochmal an und sagen Accept. Mission obtained. Details on your ship computer. Yes. Dann. Ab aufs Schiff. Wieder ein Tempel, den wir lokalisieren müssen, den wir dann wieder scannen müssen und dann, ja. Oder? Ah, nein. Ja, da müssen wir kämpfen in dem Tempel. Wir müssen zum Great Sovereign Temple. Ja, da müssen wir durchkämpfen. Oh ja. Massenschlag. Morde. Error. Verderben und Tod.
Seit dem letzten Gegner, diesem komischen Ninja, habe ich ein wenig Angst vor den Endgegnern, die kommen. Ja, das stimmt. So, I'm waiting, waiting for you. Aber. Oh, ob das hier eine Abkürzung ist? Schau doch mal nach, vielleicht ist das ja... Hörst du? Wow, es ist nichts! Es ist nichts! Wieso nicht? Oh, wir können hier nicht mal Fackeln setzen. Wow, super gemacht, Sponti. Ja, ja, woher sollte ich denn da wissen, dass da ein Hauch von nichts ist? Aber ja. Aber! 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 Aber? Ich war dran. Ja. Ja? Stimmt. Gut, aber wir sind jetzt erstmal am Ende einer Folge und ich denke auch am Ende einer Aufnahmesession. Ich krieg das, glaube ich, nicht mehr gebacken, noch eine Folge zu machen. Ich bin einfach zu müde, zu unkonzentriert. Aber ich freue mich dennoch darauf, wie es weitergeht und ob wir jetzt endlich mal die nächsten Kristalle erreichen können mit den jetzigen Ausrüstungsgegenständen, die wir jetzt haben, ob wir da eher eine Chance haben, ob wir da mitmischen können. Ich meine jetzt gerade bei der Arena, vielleicht hätten wir es auch packen können, wenn wir uns da vielleicht ein bisschen besser angestellt hätten, wenn wir fitter gewesen wären beim zweiten Kampf. Aber mal sehen, was dann noch so nach oben geht, was wir vielleicht noch für Rüstungen herstellen können. Eigentlich haben wir alles an Erze gefunden, die es da gibt. Mal sehen, wie es weitergeht. Und ihr könnt auch gerne die Sicht vom Sponti verfolgen. Link wie immer unten in der Beschreibung drinne. Guckt auch gerne mal bei ihm vorbei. Und wir bedanken uns sehr fürs Zusehen. Und hoffen, wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder bei einer neuen Folge hier von Starbound. Und sagen bis dahin, tschüss. Ciao.